wie unpassend. Bin geflogen. Boah, du stehst auch nur in der Mitte von alles da. Ja, ja, nichts weiter. Gibt's doch nicht, ne? Ist das jetzt nicht. Pass auf, jetzt verliere ich mein Schiff, ey. Mal den Teufel nicht an der Wand, du. Connecting, okay. Oh, ist alles gut. Ich lade mal auf den anderen auch gleich die Doubles. Entering Combat. So, jetzt wird die Kanone nachgeladen, hat auch sein Positives. Oder ich werde gebordet. Was, ich brenne? Du brennst, du bist nicht gebordet. Ja. Aber ich brenne? Ja, du brennst. Oh, wo bin ich? In der Mitte. Okay. Toll, alles nachgeladen. Leider. Aber immerhin 103 Segeltreffer. Pass auf, Andi. Ich segel hinter dir vorbei. Hast du die im Brand geschossen? Yeah! Aua! Krass, wieso schießt du so hoch? Jemand Schlenker vor dir.
die Abreibung, wa? Von dem Viech. Bisschen spannend, hä? Nexus. Ja, mein Bruder ist gerade ein bisschen kaputt. War meins auch. Noch 15 Sekunden, dann kann ich es reparieren. So. Ja, denk dran, mein Bruder ist kaputt. Ich komme nicht so schnell rum. Ja, okay, ich dreh bei. Wie kaputt ist denn dein Ruder? Meins? Ja. Gelb. Gelb, okay. Also lässt sich noch steuern, aber wir sind nicht langsamer. Schwierig, okay, ja. Komm, einmal das Heck frisieren. Oder doch die Seite? Okay, doch die Seite. So, ich mach jetzt mal einen Schlenker rüber. Ah ne, komm, ich segel rechts rüber. Ist gut, ich segel rechts rüber. Immer nur Bumm und Peng. Was ist denn hier Schönes? Schmusen oder was? Schmusi, Schmusi.
Ja. Oh, ich hab den dreimal in Feuer, dreimal in Brand geschossen. Da stand gerade Feier mal 3. Halbe Schnauze ist weg wegen dem fucking Feld Rally. Oh. Was war das denn jetzt gewesen? Wollt ihr fischen oder was? Gib's dem Wasser! Cap keim frei! Meine Fresse, ey. Ja, warum soll's nur dir schlecht gehen, ne? Schade. Boah, da kommt der Samim. Ja, komm, ey, ich will's jetzt wissen. Komm her, Baby. So, dann drehen wir den erstmal in die richtige Richtung hier. Ja, genau. Können wir doch auch, ey. Das können wir auch.
schon, lad nach. Oh oh. Ah, die Santi revanchiert sich jetzt. Ah, will die nicht feuern? Ich glaube, die hat keinen Bock mehr zu feuern. Wieso schießt der? Hä? Der schießt doch mit Ketten, ne? Das gibt's doch gar nicht. Wieso schießt er mit Ketten? Ja, ach so, ach Moment, ich hatte oben. Ah, ich hatte meinen Karonadenketten geladen, alles klar, okay. Deswegen. Thorsten. Keiner sagt mir hier was hier. Ich kette den hier und das gibt's doch gar nicht. Kein Schaden, nix. Mensch, Torti! Ah, Moment, zu spät geschossen. zu früh. Ich hab ein Schiff-Beamer, das gesunken ist. Gut, nice. Auch nicht schlecht. Was hast du gemacht? Ich hab ein gesunkenes Schiff-Beamer. Okay. Kann es sein, dass uns die kleine Santi davon segelt? Aber holla, die segelt uns aber richtig davon. Ich werde mal gerade die Situation nutzen, um mal zu rappen. So, ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe ja das goldene Survival Handbook drin und Steel Toolbox und das ist ja extrem pushend für die Reparatur. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viel er mir jetzt davon repariert, von dem Schaden, den ich jetzt habe. Oh Gott, das war wohl die Antwort für deine Lex. Oh Gott. Ihre Männer nur zum Lex flicken. Hat sie dich angespuckt? Ja. Ja, mich spuckt sie jetzt auch an. Blubbern die Bahn, ein bisschen sauer, die sinkt jetzt. Oh Mann, ich mag sie ja. Jo, ich hau es jetzt auch an. Das ist wohl, ich hab grad meine kompletten Mann in die Reparatur. Oh, 6 Lecks hat die geschossen.
Alle Achtung. Aber ihr wird Gleiches mit Gleichem vergolt. Genau, die kriegt jetzt noch eine schöne hier. Das ist schon wieder eine. Ach, wie lustig. Eine Kugel ist gerade, oder einige Kugeln sind gerade abgeprallt, die auf mich geschossen hat, und in seinen eigenen Rumpf wieder rein. Die prallen alle ab, das ist ja echt geil. Der ist einfach zu schwach bewaffnet. Guck dir mal an, wie, guck mal hier, wie repariert mein Schiff schon wieder ist. Der hat ja aber wirklich gerade die Hälfte repariert von dem Ding. Ah, scheiße. So, jetzt habe ich die 17 längst geschossen, jetzt musst du dich nur auf die andere Seite rollen, mein Freund. Du warst für dich. Das ist doch nicht so groß. Ich glaube, der versucht auf dich zu schießen. Ja, ja. Aber irgendwie muss er erstmal durch mich durch. Und sie verhakt.
glaube, den können wir jetzt mal getrost hier. Der geht jetzt erstmal baden. Drückt er dir noch einen? Drückt er dir echt noch einen, ey, das ist wirklich. So, zwei Pavels aber noch. Und nochmal 15 Lecks. Dürfte jetzt aber schnell runtergehen. Er muss nur rumrollen, er muss nur auf der anderen Seite rollen. Und nochmal 2, 3, 3. Boah, und ich 0! Nochmal eine schön auf die Schnauze hier. Ah, genau. Erst geht bei mir eine auf die Schnauze und dann kriegt er. Ich halt an. Und das Ding brennt. Danke, Klaus. Danke, was? Danke, dass du dir den Brand geschossen hast. Hab ich nicht. Okay, wer hat ihn in den Brand geschossen? Ich bin noch nicht Feuer. Das Geile ist, jetzt kriegt er gleich einen Crew-Shock. Ich stehe daneben im Gegenwind fast. Ich lasse ihn, glaube ich, mal besser ziehen.
Die hätten das Spiel auch Nebel Action nennen können. Nebel Action. Victory ist hinter dir, Thorsten, ist scheißegal, ob er dich trifft. Meinst du die Victory hier? Ja. Der tolle Luck! Nein, nicht der ist doch nur riesig. Ach so, die. Ja, die ist ja ein NPC, die sind ja Freunde. Ah, okay, und ich bin kein Freund, oder was? Das hast du gesagt. Okay, nix hier raus hier. So. Oh, 2 Upgrades. Echt? Ja. Wow, 0 Upgrades. Donnerwetter. Ja, 0 Upgrades. Wow. Aber dafür, wie viel XP? Oh, ich habe ein bisschen Minus gekriegt, aber ja, sonst 3527 XP. Ah, 4006 und 2003 für den Offizier, der einfach nicht mehr weiterleveln kann. Scheiße. Ich habe Friendly Fire habe ich 779 minus XP gekriegt. Okay. Ich habe für die. Hast du wieder Kriminelles gemacht? Ich habe für die hier für die zwei Crew und für die 162 Damage habe ich 31 XP Abzug gekriegt. Hier, was hier die zwei, die ich dir gerade gedrückt habe. Also, ich habe der Clever habe ich getroffen. Oh, der Pavel ja abgesunken und ich wollte auf den Pavel letztes Mal schießen und da, ja, wurde er abgesunken und da habe ich den anderen getroffen. Was für Scheiße. Okay, ich würde sagen, auf nach Hause. Hopp, hopp! Wo geht's nach Hause? Nach Westen, glaube ich. Was ist denn? Ich glaube ja. Das war aber eben schon eine Schrecksekunde, ne? Wo kein Schiff von den NPCs gestartet ist. Auf jeden Fall. Ja, sowas kann mal ganz schnell ins Auge gehen. Aber ganz schnell. Das wäre übelst heftig gewesen, wenn die jetzt nur rumgestanden hätten. Ja. Tja, da haben wir schon wieder fast 9:30. Ja, und? Muss doch warm sein. Heute nicht. Heute nicht. Du meinst morgen nicht. Morgen nicht, ja. Ja, es könnte auch vielleicht in die Nachtschicht gehen. Um 12 anfängt, aber nein. Von die Löcher, die du mir reingeschossen hast, da habe ich schon mit Uhr geklebt. Sollte reichen für die nächste Schlacht. Tja.
wie viel Tonnen Fisch wir gleich gefarmt haben. Ja, besser wäre meine Flasche wieder mal, aber das ist ja echt so schwer, mal eine Flasche zu finden. Jetzt habe ich so ein Ding noch nicht gefunden. Doch. Ich hatte gestern guten Run, da hatte ich 5 Stück. Weit schön. Ein kleiner Schieder. 5 Flaschen habe ich gefunden gestern. Du kannst doch nur 2 am Tag angeblich. Hä? Nein. Das ist, Ich will mal kurz auf Toilette und einen rauchen. Jo. Flaschen kannst du immer finden. Und wenn du keine findest, kannst du eine kaufen. Zum Beispiel, ja. Bei Rewe oder so. Bei Rewe, genau. Plastikflaschen. Man sieht schon alle die Insel, so weit sind wir doch gar nicht weg. Insel sind auf Kurs. Ich sehe nicht den Menschen. Ja, da hinten ist ein Insel. Ja, ich glaube, ich sehe da so ganz, ganz schwach irgendwas. Ja, links da. Ist da der Zügel. Was? Links? Ja, links, hier. Oh, okay, dann. Guck mal, ich werde das Ganze in die falsche Richtung gefahren. Ich habe nämlich rechts irgendwas gesehen. Wahrscheinlich eine Fata Morgana. Ja, den Schatten wahrscheinlich. In der Fata Morgana. 1200 Mann online, was ist los? Wahnsinn, ne? Spiel neu auferlebt, nachdem sie 10 Euro Billiger gemacht haben. Ja, wahrscheinlich, weil sie jetzt alle Offiziere haben. Hm. Ne, die haben ja auch hier. Stefan? Ja. Komm mal kurz einen Channel hoch. Sonderangebotswoche macht er. Summer Sale war jetzt gewesen, bei Steam, ja. Ja. Mhm. Waren noch viele neue Tiefs unterwegs. Mhm. Der nächste Segler. Zack. Wo will der hin, ey? Gleich ist er da. Hä? Wo bin ich? Was ist ja bei den Amerikanern? Ja, ist der nach Florida gesegelt. Ja, könnte schaffen. Ja, da findet er auch sicher viele Flaschen. So ist es rauchen bestimmt. Oha, die nehmen die ganze Küste lang da. Er macht bestimmt nächste Quest gleich. Bei Isabella, Porto Plata jetzt. Komm, dreht mal ein Stück. Komm, wir drehen mal ein Stück nach links weg. Naja, müssen wir ja eh. Achso, ich bin übrigens bei euch aus der Gruppe rausgeflogen, ne? Eben als ich auf den Desktop gekickt bin. Oder. Du hast dich einfach verlassen. Genau, ich hab euch einfach sitzen lassen. Ja. Ich hab einfach keinen Bock mehr gehabt. Ist einfach ausgestiegen. Und der segelt und segelt und segelt. Die immer lacht. Die immer lacht, die immer lacht, die immer. Kacke ist echt so ein Scheißlied, ey. Das geht einfach nicht aus diesem Kopf raus. Ja, guck mal, da verschwindet der. Da verschwindet der Nexus in den Ewigkeiten der. In dem ewigen Nebel der Karibik. Weg ist er. Oh. Mag uns wohl nicht mehr. Und wenn die Erde jetzt eine Scheibe ist, dann fällt da irgendwann runter. Ja, erstmal kommt das schöne sonnige Florida. Mit den super angesoffenen Amis. Und ihren super wunderbaren Segeleigenschaften. Ja, die freuen sich schon.
haben sie auch mal eine Chance, ne? Denkt er sich. Mein AFK-Schiff cappen. Endlich mal ihn kapern, ja. Ja. Endlich guck mal, da, eine Chance haben. Da ist, genau, da ist einer AFK. Wir haben endlich mal eine Chance, auch mal zu gewinnen. Nee, natürlich nicht. Die endlich mal lieb. Eine Chance ohne 10 gegen 1. Genau. Oder wenn ein Ami ist, er haut noch ab, weil er denkt, da segelt einer. Das kann auch sein, ja. Hallo? Hallo? Also jetzt habe ich ein Kamel gekauft. Hast du ein Kamel gekauft? Ja. Mit nur ein Höcker. Wo ich jetzt darüber nachdenke. Ich glaube, ich wurde verarscht. Warum? Kamel mit nur einem Höcker? Wenn ich eins mit zwei haben kann? Wäre das auch ein Dromedar, ne? Oder wie war das? Wollte er nur das, haben wir gedacht? Naja, der hat gesagt, ich habe noch Briefe in Post, in Briefkasten. Ich muss mir ja gesamt 7 Leute teilen uns einen Briefkasten, ja, das ist. Oh, geil! Ist, ganz toll, ja. Also, das ist direkt, ist immer schön, wenn dann irgendwelche Schreiben vom Finanzamt kommen oder von der Fahndungsstelle oder hier, ne, vom Gerichtsvollzieher zur Pfändung, das ist natürlich immer sehr geil. Ja. Wie soll jetzt bitte ein Kamel in den Briefkasten, den du dir mit 8 Mann Giles passen? Stopp! Ein Höcker, Dromedar! Ja, das passt doch. Ja, ein Höcker passt, ja. Ein Gerichtsvollzieher, Dromedar. Und Nexus ist weg. Wie, wo ist denn hin? In den Leben. Er ist Nordwesten gesegelt. Nexus ist gleich der nimmer lacht. Der nimmer lacht, der nimmer lacht. Hat keiner ein Seil oder so, der ihn ranziehen kann? Hätte man eigentlich machen müssen, ne? Einfach so abschleppen, so ein Traktorstrahl. Ja. Ja, das ist auch so einer der Gründe, warum ich da bald auch ausziehe. So. Das läuft hier so ganz kurios, ja. Doch cool, ey, mit der eigenen. Oh, eben. Ja, erstmal. Mit Armageddon zusammen, oder? Ja, die wohnen in einem Haus. Er im Keller also und. Ja. Nee, du im Keller und er am Dachboden, ne? Genau. Ah. Ja, eigentlich ist das ein Zwei-Familienhaus so und da wohnen halt 7 Parteien drin, das ist schon echt heftig. Gott! Ey, sogar ein Flüchtlingsheim ist geräumiger. Das ist ja krass. Da machen bei uns die Flüchtlinge Hungerstreik, weil ihnen die Unterkunft nie gefällt. Ne, noch besser, bei uns zünden die sogar an. Also bei uns haben sie jetzt eine Flüchtlingsunterkunft, die Flüchtlinge selbst angezündet. Also das ist schon echt, weil sie irgendwie wohl, waren wohl nicht zufrieden. Okay. Läuft bei denen. Wenn sie nach Hause fahren, da anzünden. Ja. Denk dran, der Stream läuft noch. Alles, die Welt hört mit. Oh, war schon wieder ein Bier. Könntest du ja abhauen. Ja, du bist Däne, du darfst. Und der kann Berliner, ne, oder was? Er ist Däne. Na und? Den dürfen. Freiheit, Demokratie. Den dürfen alles. Ja. Ich hab ihm bloß gesagt, die wollen, die können ja auch nach Hause fahren. Gott kann uns nicht bestrafen. Müsst ihr eigentlich. Wir bestrafen ihn. Was? Müsst ihr eigentlich aufnehmen? Also seid ihr auch daran beteiligt, dass ihr aufnehmen müsst, Flüchtlinge? Ja, in also, KZ-Lagern, ja. Dänemark! Ja, in KZ-Lagern. Oh Gott! Das ist unglaublich. Ich sag da jetzt nichts zu. Das ist ja unglaublich. Nee, du bist weg. Ja, Nexus, wir haben uns ausgelockt, weil wir wurden von Amerikanern verfolgt und haben quasi nochmal in deine Richtung gewunken und haben dann schnell ausgelockt.
Danke, dass du dich für uns opferst. Das ist sehr nett von dir. Ja, wir nehmen auch mal auf. Welche Richtung seid ihr abgedreht? Du musst im Prinzip nach links. 90 Grad, machen wir 90 Grad links, dann müsst ihr eigentlich schon die Inseln sehen. Immer schön in den Gegenwind drin, dann bist du richtig. Ja. Wie wir im Statistik sind wir das Land, das meisten Flüchtlinge eingenommen hat mit Einwohnerzahl, also. Auf Flüchtling pro Einwohner halt. Ja. Na gut, okay, das könnte ja dann Liechtenstein auch sagen. Weißt du, Liechtenstein hat 35.000 Einwohner, wenn die dann da mal 200 aufnehmen, dann sind die natürlich, dann sind natürlich statistische Anführer. Und bei euch sind sie mit den Unterkünften zufrieden? Nein, die wollen weg. Oh ja. Die mag nicht hier die Arbeit. Ich finde das hier in Schweden finden, haben die das gut. In Schweden haben die das gut gelöst. Also da ist wirklich, da ist zum. Ja, die wollen auch. Aber in Schweden ist wirklich, die machen also wirklich ihre Integrationsformen, indem sie wirklich auch die Leute sozusagen so, ihr müsst schon irgendwo, wenn ihr hier Asyl bekommt, das ist kein Thema, kriegt ihr, aber arbeiten. Ihr müsst was bringen. Ihr müsst irgendwie eine Leistung erbringen. Also das zum Beispiel haben die auch gesagt. Gemeinnützige Arbeit. In Schweden funktioniert das wunderbar bis jetzt. Toi, toi, toi. Ja, aber das haben wir auch gesagt. Aber das wollen sie nicht, weil die wissen von ihren Geschwistern und so, dass die kriegen wirklich viel hier in Dänemark. Aber wir haben die Kasse zugemacht. Also okay. Jetzt kriegen sie nicht so viel. Wenn die nicht arbeiten, dann kriegen sie nicht. Ja, aber meine Schwester kriegt, ja, und? Beste arbeitet auch. Bevor du. Was? Beste arbeitet vielleicht auch. Ja, das würden die bei uns aber hier auch nicht so machen. Niemals. Darum haben wir die Grenze wieder gemacht. Nein, da war mal so ein Paradebeispiel. Es war wirklich ein Paradebeispiel. Und zwar war einer, der war Lehrer gewesen in Syrien und der spricht oder sprach halt fließend Englisch und hat dann zum Beispiel, also Muttersprache halt und Englisch halt fließend. Und der hat zum Beispiel, der unterstützt zum Beispiel Flüchtlinge oder das ist seine Integrationsarbeit, dass er halt Flüchtlinge unterstützt, sich zu integrieren, ne? Also der macht wirklich dann Sprachkurse, Verhalten und so weiter. Macht den mit den Gesetzen vertraut, die es hier gibt. Arbeiten und, ne? Also integrieren halt auch ins Berufsleben. Und dass es in Schweden geht, das wunderbar auf. Also bis jetzt, toi toi toi. Nur hier nicht. Ja, hier läuft ein YouTube. Ja, hier darf man sogar in Köln, an Silvester dürfen sogar hier, ja. Da sind in Köln, in Silvester in Köln sind alle, ja, uns klar, sind alle Menschen hier freiwillig, so ungefähr. Naja. Ja, genau. Ah, schwierig. Ist eine schwierige Situation. Man weiß auch nie, man war selber auch nicht dabei, man weiß auch nicht, was wirklich passiert ist. Das ist immer nicht so einfach. Du, das gibt's hier genauso in Berlin. Ja, ist ein Eigenkuchen. Ja. Weil ich sag auch, ne, wer, also sag mal, wer wirklich no, wer Not ist und so, der soll auch wirklich kommen, um Gottes Willen. Aber das ist ja, du hast ja immer so Idioten, du hast ja echt immer so Idioten, die sagen dann, ja, seitdem die da sind, da geht's uns so schlecht und so Quatsch und das ist so ein Unsinn, weißt du, denen ging's vorher auch nicht besser. Die kriegen trotzdem das Gleiche, irgendwie in Hartz IV oder so, auch ob da Flüchtlinge da waren oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, das ist aber einfach. Aber das ist halt so, das nutzen halt so Parteien hier wie AfD, die nutzen halt sowas völlig aus. Das ist schwach. Schwachköppe, ey. Naja. So, ich hab die Hälfte von XP. Also 20.000 noch, los, zack, zack. Ach, du Gütiger. Ja, na, die ST Paula wartet doch. Die ST Paula. Die Santa Sima und der Klaus ist gegen die Bucht gefahren. Nee. Okay, hab ich mich verguckt. Ich bin in Haft. Gönn mir doch mal was. So. Also. Nächste Mal lasst er mir mal ein paar mehr Schiffe übrig. Die Geier. Trade with Captain. Ja, kannst du hin. Ich bin im Hafen. Ja, und jetzt? Jetzt wolltest du mir nur sagen, dass du im Hafen bist. Was ist das denn hier? Was will ich damit? Verkauf die. Geh weg, ey! Was will ich mit der Scheiße? Ach, der will mich verarschen hier, ey. Verarscht mich schon wieder. Was gibt's denn jetzt? Müll! Nein, kein Müll, der kriegt von mir jetzt ein bisschen Medikits und so. Ach so, bitte, ne? Ich hab ja da mal ein bisschen, ne?
Er stellt ja sowas her, ich kenne nicht, ich habe ja dafür keine Zeit. Er Nee, kennt schon. nee, die habe ich gekauft. Da habe ich fast eine ganze Million für bezahlt. Boah, du bist ja ein Samariter. Ja. Fuchs. So, jetzt muss man gucken, was ist das? Da kriegst du da auch noch was von. Da Oder oben habe ich noch sie was von, wie ist denn? erstmal nicht so Alter. bedient? Ist ja mit einem Dankeschön ja nicht zu bezahlen. So. Da würde ich Ist mal halt nur sagen, Familie, ne? dann machen wir mal Cut jetzt Familie. hier und ja, nächster Stream läuft demnächst. Also bis Dankeschön. später, Dankeschön fürs Zugucken Sehr, und sehr. adieu.